Okay, es ist bereits Mittwoch. Jetzt die letzten zwei Tage nichts gefilmt, aber wir steigen hier direkt ein in unser Video. Joao und ich sind am Trainieren und wir sind, wie kann man das sagen? Also subversiv oder ist das ein richtiges Wort? Naja, wir sind auf jeden Fall so Chaoten, die diese Rebellen, die diese Gesellschaft hart zerstören. Denn diese Ringe hier sind ein Problem. Sind ein Problem für eine Frau hier im Park, die hier arbeitet und die uns gesagt hat, das ist hier kein Sportgerät, wir dürfen es nicht und sonst ruft sie die Polizei. Die hat auch von uns Fotos gemacht und sie ist irgendwie hier Arbeiterin vom Grünflächenamt. Dass sie direkt am Anfang gefragt hat, ob wir Deutsch sprechen. Wir machen ja was falsch. Wir können eigentlich nur Ausländer sein. Ja, das geht eigentlich gar nicht anders. Es kann gar nicht sein, dass wir. Ich habe auch daran gedacht. Ja, sie denkt, Deutsche würden sowas nicht machen. Es ist schon ein bisschen hart, oder? Also, und dann hat sie uns vorgeworfen, wir sind hier Ich-Gesellschaft. Ja, worauf ich nur sagen kann, naja, also wir wollen halt zumindest kommunizieren mit unserem Gegenüber und kurz mal besprechen, was denn jetzt das Problem ist und nicht einfach sagen, haut ihr ab, haut ihr ab, haut ihr ab. Und ich meine. Ja, sie hat auch am Ende gelächelt. Wieso hat sie gelächelt? Über sich selbst oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat verstanden, dass es sinnlos ist. Als sie weggegangen ist, hat sie gelächelt. Sie hat ja auch das Handy so einfach direkt in mein Gesicht gehalten und so ein Foto gemacht. Ursprünglich ist es hier vorgesehen, dass hier Pflanzen rüberwachsen. Das ist niemals passiert. Nun ist es durch mich zur Umnutzung freigegeben. Hier, zack, ich nehme mir das raus. Aber das ist halt genau das, was ich in diesem Video auch mit Mareike, da, worum es da auch geht, diese Nutzung von der Stadt und so. Und das ist halt das, wo wir alle. Das ist halt auch so lustig, weil es eigentlich. Also Berlin ist so die Stadt, wo es so ist, hey, ja, Umnutzung ist halt das, was hier passiert. Oder? Also in welcher anderen Stadt ist das so krass, dass Leute einfach irgendwie irgendwo auf der Mitte zwischen zwei Straßen auf so einer Verkehrsinsel sitzen und so irgendwie so eine Party machen. So ein Rave und so weiter und so fort, weißt du? Und dann ist aber gleichzeitig trotzdem dieser Clash mit Leuten, für die es halt einfach gar nicht geht, dass hier sowas passiert, wie dass man hier Ringe anhängt oder sich mal kurz daran hängt. Und das Ding ist, ich weiß, dass dieser Ort, dass hier auch schon andere von uns weggeschickt wurden. Von Leuten, die so eine Warnweste tragen und dann so durch den Park gehen und sich halt mega freuen, wenn sie jemanden sehen, der irgendwas macht, was so anders ist als vorgesehen. Dann können sie Macht ausüben. Ja, dann können sie Macht ausüben. Nee, wir sind, man könnte sagen, Störenfriede. Also eine Störung, eine Systemstörung. Wie so bei der Manix machst du immer so kurz, weißt du? Ja, ja. Geil. Achso, wir warten noch auf die, gucken jetzt, ob die Polizei kommt. Weil was ich auch schon zu Joao gesagt habe, die Berliner Polizei ist ja komplett überlastet. Ne? Die wissen ja nicht, wo hinten vorne ist. Und stell dir vor, da ruft einer an und sagt, ja, hier machen zwei Leute Sport im Park. Können Sie da mal kommen? Ja, okay, wir kommen. Die Polizei freut sich bestimmt. Ja. Hast du schon mal Videos gemacht, wo du gefilmt hast, also aufgenommen hast, dann hast du das eingesprochen, hast du so eine Narration gemacht, aber also hast du auch das Video geschnitten? Also hast du solche Videos, wo du so... Also ich nehme auf und spreche halt nicht beim Aufnehmen und danach spreche ich drüber, oder? Meinst du das? Ja, habe ich schon gemacht. Es kommt drauf an, es gibt einfach verschiedene Workflows, also es gibt ja Leute, die machen bei Videoschnitt jeden Schritt erstmal fertig, also zum Beispiel alle Schnitte setzen und dann alle Übergänge setzen und dann alle Grafiken setzen oder irgendwie sowas. Ne? Und dann sprechen. So, also genau, also jeder Schritt einzeln. Und es gibt Leute, die arbeiten sektionsmäßig, also okay, so. Jetzt mache ich die ersten 3 Minuten komplett fertig, alles. Die nächsten 3 Minuten komplett fertig, alles und so weiter und so fort. Okay. So.
Ja. Ist auch so eine Typfrage, würde ich sagen. Also die meisten sagen natürlich, ah ja, Workflow ist ja besser, du machst jetzt eine Sache komplett fertig, alle Schnitte und dann alle und so weiter und so fort. Aber ich finde es teilweise, also ich mache es manchmal so und manchmal so. Also ich finde es aber auch eine Kunst, so Voice-Over gut zu machen. Zum Beispiel Jonathan kann das ziemlich, hat das ziemlich viel in seinen Videos und kann das ziemlich gut. Also dass er so eine Übung zeigt und nicht spricht und dann danach überspricht. Und dann ist so, hä, wie hast du das geschafft, dass du so gut darüber sprichst, dass du das sagst und genau in der Sekunde danach passiert das. Also ist nicht, das passiert davor und er sagt es, sondern er weiß, jetzt passiert, jetzt mache ich in dem Video gleich so. Aber und dann sagt er, jetzt so ein, werde ich so machen. Aber es kann auch so ein Schnitttrick sein. Ja, voll. Er schaut das und redet und dann versetzt und dann versetzt er das. Ja, ja, absolut. Ja, nee, ja, absolut. Ja, ja, ja. Also da kann man auf jeden Fall einfach schlau agieren. Aber es ist trotzdem impressive, was er da macht. Okay. Also für mich war es so, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich das nicht so gut hinbekomme mit den Voice-Overs. Weil so viel habe ich es auch bis jetzt nicht gemacht, weil ich dann eben gemerkt habe, es ist einfach für mich so viel einfacher, direkt zu sprechen. So Leute, hier ist kein Baum mehr, wie ihr seht, der ist jetzt weg und aus der letzten Folge wisst ihr, dass ich da mit der Handsäge gesägt habe, mit meiner großen Japansäge. Meine Familie hat dann allerdings irgendwann die Geduld mit mir verloren und deswegen habe ich die letzten Stücke dann doch mit der Kettensäge sägen müssen, um hier keinen Konflikt zu erzeugen. Und da habe ich meinen netten Nachbarn gefragt. Der ist kurz vorbeigekommen und dann haben wir das noch mit der Kettensäge gemacht. Das war allerdings auch anstrengend, weil das Kettensägenblatt war nicht scharf. So, ich habe zwei Kettlebells in der Hand von jeweils 20 Kilo. Jetzt gehe ich ein bisschen damit spazieren und ich habe ein paar Sprachnachrichten von ein paar Leuten. Ich glaube, ich höre die mir auch an, mache so ein bisschen Multitasking dabei, aber mit dem Wissen, dass das ein bisschen kritisch ist. Also vielleicht mache ich das auch nicht. Vielleicht muss man noch drüber nachdenken. Ich glaube, jetzt gehe ich erstmal so und dann vielleicht habe ich irgendwann das Gefühl, ah, jetzt höre ich mir da mal die Nachrichten an. Und hier stehe ich, wie ich es gerade sehe, im Mist, im Pferdemist. Nämlich, sehe ich gerade, hier ist Pferdemist. Okay, gut. Dann mache ich noch, bevor ich losgehe, die Sauna an. Gehe hier spazieren mit meinen Kettlebells. Ne? Ist wichtig für die, dass die immer mal rauskommen, so, sonst fühlen die sich auch ein bisschen unterfordert und alleine und dann gehen die auch kaputt. So einfach aus Traurigkeit, die dann empfinden. Und bis gleich. So, jetzt habe ich die 2,5 Kilometer getragen. Jetzt gehe ich in die Sauna. In der letzten Folge ging es auch kurz ums Holzhandwerken und das hat auf jeden Fall da jetzt wieder mir was entfacht, wieder mehr zu machen. Und dann habe ich gemerkt, es gibt doch so einige Projekte, die ich mal angehen könnte. Und eine Sache ist, dass ich bei mir im Büro im Grunde nicht so richtig Verstaumöglichkeiten habe. Also ich habe da keine Regale oder sowas. Ich habe da einen Tisch und unter dem Tisch sind ist 1 oder 2 Euro-Kisten und das war's. Und deswegen ist da auch ein bisschen Chaos. Und dann habe ich gedacht, diese Dinger hier, die haben wir hier in unserer Wohnung und die sind halt super simpel und die baue ich einfach mal nach, aber nicht ganz so simpel, wie die sind. Das ist so ein bisschen wie so ein Kallax, ne? Wenn ihr das seht. Also das ist hier im Grunde wie so ein Kallax von Ikea. Das sieht sogar noch mehr so aus, weil da eben noch die Vertikale ist. Aber ich will das so hier bauen und ihr seht, es ist ganz simpel. Es liegt hier einfach drauf und da ist irgendeine Form von Holzdübel drin. Und ich will aber das
nicht so machen. Also hier ist natürlich auch irgendeine Form von Holzdübel drin, gehe ich mal davon schwer aus, dass es nicht einfach nur geleimt ist, so, aber wer weiß. Und was ich machen will, ich will hier oben Fingerzinken reinmachen und auch hier an dem Ding will ich da Zinken reinmachen und dann ist das einfach so gesteckt und man muss dann immer noch verleimen. Also ich könnte natürlich auch hier Schwalben machen und dann müsste ich theoretisch nicht verleimen, wenn ich das gut mache. Aber ich werde einfach die Fingerzinken machen, hat jetzt meine Intuition so gesagt. Vom Stil sehen die ein bisschen verschieden aus. Der eine mag vielleicht das lieber und der andere das andere. Die Fingerzinken gehen natürlich schneller und auf der anderen Seite ist es hier, es geht mir nicht um Geschwindigkeit, weil ich werde das auch alles per Hand machen. Ich werde keine elektrischen Werkzeuge benutzen. Ich baue da was, das wird lange halten und ich habe da keinen Grund, das irgendwie super schnell mit der Stichsäge zu machen und dann irgendwie so. Oder ich könnte ja wirklich auch einfach das nachbauen und dann ist das innerhalb von kürzester Zeit irgendwie fertig, ne? Aber wir gehen den langen Weg. Okay, kleiner Trick, niemals Chalk kaufen. Überall, wo Flächen, horizontale Flächen sind, ist potenziell, dass es da Chalk gibt. Hier ist alles voll mit Chalk. So viel Chalk. Man muss niemals Chalk kaufen. Okay, so, hier haben wir 5 Leimholzplatten, Buche. Und ich war da, jetzt muss ich zugeben, ich war da ein bisschen faul, weil ich habe die schon so gekauft, wie ich sie brauche. Also von der Breite und der Länge, das passt alles schon so. Ich muss da eigentlich nur noch die Zinken reinmachen. Und das Ding ist mit so einem Selbstbauprojekt, das ist eigentlich immer teurer, als wenn man es kauft. Mal gucken, was das jetzt hier gekostet hat. Also eine Platte kostet 15,95 und das Ganze ist 79,75. Nochmal für die Leute, die aus dem Osten hier zugeschaltet sind, das sind 80 Euro, nicht 70. Ja? Ich weiß, ihr seid damit nicht aufgewachsen, mit diesen 95 Cent Sachen. Okay, ja, und was hier dann passiert damit, seht ihr in der nächsten Folge.